Guten Morgen, ich bin auferstanden. Gleich Sachen zusammenpacken, Zelt zusammenpacken, Kaffee trinken, Zähne waschen und dann Wanderung Tag 2 Start kommt. Also heute Nacht habe ich ganz offensichtlich geschlafen, weil guck mal, hier vorne ist mein Zelt, wo drin ich rumgeschlafen habe. Da vorne ist Feldlandschaft. Und hier direkt hier vorne, hier vorne ist Straße, so ein Gehweg. Aber ich habe in der gesamten Nacht, also bis jetzt, weder ein Auto, noch ein Fußgänger, noch andere Fahrzeuge hier rumfahren gehört. Das heißt, man hat mich hier in Ruhe gelassen. Ich werde euch schon wieder ein Tutorial zeigen, wie man so ein Wurfzelt zusammenbaut. Ich habe mal ein Wurfzelt zusammengebaut. Guck mal, meine Powerbank, die ich gestern benutzt habe, die hat nur noch 31%. Und ich werde den das erste Mal an diesen Solarpanel anschließen. Prüfen, wie gut das funktioniert. Ich bin sehr gespannt drauf. Wie lange das dauert, bis der hier wieder komplett voll geht. Weil jetzt gerade ist hier diese Sonne oder wie das heißt, vorhanden. Es ist morgens früh, keine Ahnung wie viel Uhr. Ich glaube 8 Uhr oder so haben wir morgens früh. Ich bin heute ein bisschen früher aufgestanden, ich weiß auch nicht warum. Ist halt so. So, ich habe jetzt meine Powerbank hier angeschlossen. Und es scheint hier rumzuladen. Und darauf, dass das hier rumzuladen scheint, werde ich erstmal Kaffee machen. Guckt euch mal diese ganzen braunen Blasenkrankheiten an. Das sieht gut aus. Die sehen krank genug aus, damit das fertig ist, dieser Kaffee. Ah. Oh Scheiße, ich habe mich verbrannt. Oh, meine Zunge brennt, die tut weh. Das mag ich nicht. So, währenddessen ich Kaffee trinke, habe ich jetzt gerade das hier zusammen gemacht. Weil guck mal, hier sind überall diese Scheißwolken und es fängt jetzt gerade an, Niesel zu regnen. Und diese Sonne, die da ganz hinten ist, die ist weg. Aber ich muss erstaunlicherweise sagen, das war bei 31% und jetzt ist meine Powerbank bei 36%. Sprich, das hat geklappt, dieses bisschen Sonne, was da gekommen ist. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass ihr das seht, aber hier ist ganz leise, leichter Nieselregen, der mich die ganze Zeit hier beim Kaffeetrinken stört und nervt, mir auf den Sack geht. Genau, so trinke ich jetzt gerade meinen Kaffee. Oh Scheiße, mir ist eben gerade eine richtig schlechte Auffälligkeit aufgefallen. Und zwar das hier, das ist eine Holzzahnbürste. Und mir ist aufgefallen, dass hier oben ein Schimmelpilz dran ist. Das heißt, ich werde jetzt keine Zähne putzen, sondern wenn ich das nächste Mal einen Einkaufsladen gefunden habe, dann werde ich mir dort eine neue Zahnbürste holen und dann Zähne putzen. Und ich werde mir dort neues Bier kaufen. Das werde ich da auch machen, wenn ich einen Einkaufsladen gefunden habe. Und hier, guck mal, ich habe hier meine ganzen Sachen schon, mein Wagen ist schon so gerichtet. Und ich habe schon meinen ersten Guten Morgen Bier aufgemacht. Und jetzt, weil das genauso passiert ist, jetzt Wanderung Tag 2 Start kommt. Ach, jetzt weiß ich, warum ich die ganze Zeit ungestört war. Also das, wo ich da drüben gepennt habe, dass da keine weder Autos noch Fußgänger noch sonstige Fahrzeuge mich gestört haben. Weil hier, guck mal,
Hier ist ein Weg mit Schwierigkeit, mit ganz viel Hügel und sowas, wo ganz viele Steine rumliegen, wo keine Autos und sowas rumfahren. Ja, das heißt, ich muss jetzt meinen versüfften schweren Wagen irgendwie noch da drüben hinbekommen. Ein Weg mit Schwierigkeit. Endlich am Mülleimer gefunden. Jetzt kann ich diesen nervigen Müll da reinschmeißen. Guck mal, das Wetter ist wieder voll cool zu mir. Ich mag das. Ich habe meinen Pullover ausgezogen und ich habe das hier so dran gehangen. damit da noch mehr, wie heißt es nochmal? Akkuaufladung passiert. Oh Scheiße, es sind schon wieder Wolken angekommen. Das heißt, ich habe schon wieder meinen Pullover an. Guck mal, ich bin jetzt gerade hier bei dieser Ortschaft. Wie da drauf steht auf diesem Ortsschild. Bei dieser Ortschaft bin ich gerade und prüfen, ob diese Ortschaft Biergeschäfte hat. Damit ich Nachschub holen kann und Zahnbürste. Das wäre voll cool, wenn diese Ortschaft das hat. Häschchen! Häschchen! Oh Scheiße! Das hier, diese Ortschaft, die hat keine Biergeschäfte gehabt. Das heißt, ich muss weiter zu gelaufen, bis ich dann irgendwann vielleicht bei diesen Hiddink-Waden oder wie das heißt. Vielleicht gibt's da Biergeschäfte, ich weiß das nicht. Aber ich laufe dann erstmal dahin. Der Fahrer hat geguckt. So, jetzt zum Frühstück ein Brot fressen. Auf diesem Brot ist Brot, Käse, Butter, Porree und Petersilie drauf. Ich habe eine neue Ortschaft gefunden. Prüfen, ob diese Ortschaft Biergeschäfte mit Bier und Zahnbürsten hat. Oh Scheiße, diese Ortschaft war auch zu klein für Biergeschäfte gewesen. Prüfen, ob die nächste Ortschaft Biergeschäfte hat. Oh Scheiße, jetzt regnet es auch noch. Und ich habe hier meinen Stuhl hier rausgeholt. Und ich chill jetzt hier direkt unter diesen Baum, der mich trocken hält. Oder nee, doch nicht. Ich muss weiter zu gelaufen. Weil ich habe meinen gelben Sack an und meinen orangenen Beutel über meinen, wie heißt das nochmal, über meinen Wagen. Deswegen muss ich weiter zu gelaufen. Aber meine Schuhe werden das. Ich habe eine Bushaltestelle gefunden. Und solange dieser Regen noch nicht vorbei ist, werde ich mein letzter Brot, was ich dabei habe, in mir reinmachen. Guck mal, eine neue Ortschaft. Prüfen, ob diese Ortschaft Biergeschäfte hat. Guck mal, diese Ortschaft ist groß genug, weil diese hat hier eine Tankstelle. Und ich werde jetzt zu dieser Tankstelle hingehen, um nachzufragen, ob ich diese voll scheißen kann. So, ich muss nach einem anderen Scheißhaus suchen gehen, weil diese Frau in der Tankstelle, die wollte diesen Schlüssel mir nicht rausrücken. Ich glaube, die war irgendwie ein bisschen erschrocken gewesen wegen meinem Wagen, weil die das nicht kennt. Und weiß ich nicht, also die war wirklich unfreundlich zu mir gewesen und wollte den Schlüssel nicht rausrücken.
Und deswegen gehe ich jetzt weiter, um nach einem anderen Scheiß auszusuchen, den ich bescheißen kann. Guck mal, hinter mir ist ein Edeka. Und dort will ich erstmal neues Bier kaufen gehen. Und nachfragen, ob ich deren die Toilette bescheißen kann. Das werde ich jetzt machen. So, ich habe jetzt 3 Sechserträger Jever. Einmal das hier gekauft. Das ist Apfeldreieck und Quarkbrötchen oder was das ist. Und eine Zahnbürste, damit ich gleich Zähne putzen kann. Ich habe jetzt die ganzen Biere und Zahnbürste und diese anderen Sachen in meinen Wagen reingemacht. Und diese Edeka-Frau, die da drin war, die hat gesagt, dass ich wegen der Toilette hier vorne bei diesem Bäcker hier nachfragen muss. Also werde ich da jetzt reingehen und nachfragen, ob ich diese Toilette bescheißen kann. Ich bin jetzt gerade für 50 Cent Eintritt jetzt hier in dieser Bäckereitoilette drin und mache mich frisch. Und jetzt erstmal ein Bier trinken. Währenddessen ich hier vor dieser Volksbank oder was das sein soll, hier auf dem Boden rumsitze, weil guck mal, da drüben, da kommen die ganze Zeit Tropfen und ich habe eben gerade Donner und Blitz gehört. Das scheint irgendwie herzuziehen, deswegen sitze ich jetzt gerade hier in diesen trockenen, unter dieser trockenen Überdachung hier so ein bisschen rum. Seht ihr hier diese ganzen Tropfen? Ich finde das gerade voll scheiße, dass das hier die ganze Zeit so rumregnet und so weiter. Weil ich habe gerade keinen Bock drauf, diesen verschmierten gelben Sack anzuziehen und den ganzen Wagen hier mit dieser, wie heißt das Ding nochmal? Mit dieser orangenen Decke zu umschließen, um das Wasser nicht zu machen. Da habe ich gerade keinen Nerv zu. Deswegen sitze ich hier so lange rum, bis hier diese ganzen nervigen Tropfen nicht mehr da sind. Dass die hier von hier verschwinden und sowas. So lange sitze ich hier Bier trinkend rum. Und nebenbei esse ich ein Apfeldreieck. So, es scheint nicht aufzuhören mit diesem Regen. Das heißt, ich habe schon wieder meinen gelben Sack an und ich ziehe dieses Orange über meinen Wagen rüber und dann weiter zu gelaufen. Komisches Wetter heute. Hier mit diesen, hier diese Dinger hier, die fallen hier runter. Das nervt mich voll. Das muss weggemacht werden. Es regnet. So, ich sitze jetzt gerade hier so ein bisschen rum, weil hier ist die Überdachung und sowas. Und ich glaube, ich saß hier eine gesamte Stunde rum und habe hier ungefähr so habe ich hier rumgezählt. Genau. Also so mit meinen gelber Sack oben drauf. Und weil, keine Ahnung, ich war ja halb nass gewesen, halbwegs. Und das hat keinen Spaß mehr gemacht, mit gelbem Sack im Regen rumzurennen. Und irgendwie war ich dann plötzlich voll müde gewesen und sowas. Und deswegen habe ich hier so rumgekriegt. Mit gelbem Sack. Und jetzt bin ich einigermaßen trocken. Und der Regen ist endlich verschwunden. Der ist weggelaufen. Das heißt, ich werde, glaube ich, noch dieses Bier hier ganz in Ruhe hier austrinken. Und dann neues Bier aufmachen. Und dann weiter zu gelaufen. Richtung Jever. Ich glaube, genauso mache ich das jetzt. Guck mal, hier hinter mir ist eine Tankstelle. Eine versüffte Tankstelle. Und da sollte es Brötchen geben. Belegte Brötchen. Und ich glaube, bevor ich diese Ortschaft hier verlasse,
werde ich hier in dieser versüfften Tankstelle ein belegtes Brötchen kaufen gehen. Ich glaube, genau das mache ich jetzt. So, diese Tankstelle hatte keine belegte Brötchen mehr gehabt, sondern das hier. Also werde ich ein bisschen weiter nach da lang hingehen und dann das hier fressen. Zugefressen. Guckt euch mal an, wie viel Fett hat dieser Wurm hat. Dieser Wurm, der hat so viel Fett dran und lang. Der ist viel länger als mein Scheißhand. Ja genau. Ihr wisst schon, was das für eine Hand ist. Guckt euch mal diese ganz vielen nackten Nacktschnecken an, die hier diesen ganzen Wurm hier fressen. Ich habe gerade einen fahren lassen. Guckt euch mal diese versüffte Brücke hier vorne an. Ich stehe gerade drauf. Sonnenstrahlen muss man mitnehmen, glaube ich. Ich habe einen versüfften Mülleimer gefunden. Für das hier. Ich habe das hier um diesen ranzigen Mülleimer hingestellt. Die Sonne kommt langsam runter. Und das sieht irgendwie gerade so aus, als wenn ich, als wenn weit und breit kein Wildcamp-Zeltplatz zur Verfügung steht. Das heißt, ich muss eventuell in komplett dunklen nach einem Wildcamp-Zeltplatz suchen gehen, wo ich dann mein Wurfzelt aufbauen kann und da drin schlafen kann. Genau. So, ich habe jetzt gerade einen Wildcamp-Zeltplatz gefunden. Und zwar da drüben, also da hinten, da ist Straße. Da vorne ist so ein LKW, vielleicht pennt da jemand drin oder so. Aber mir doch egal. Da ganz hinten, wo ich jetzt gerade hingehe, da bin ich eben gerade hingegangen und da war ein Bach und weil ich nicht gesehen hatte, dass da ein Bach drin ist, bin ich mit meinem Schuh reingelaufen, sodass mein ganzer Fuß jetzt komplett nass ist. Wegen diesem Bach da drüben. Und deswegen hier vorne ist eine Erhebung. Ich weiß gar nicht, mit Steinen und sowas. Und ich dachte mir vielleicht hier vorne für mein Wildcamp-Zeltplatz aufzubauen. Mein Wurfzelt ist aufgemacht. Guck mal, wie das brennt. Das brennt genauso gut, dass es ausreicht, um jetzt mal eine Tortellini hier reinzumachen in diesen Feuer. Genau, das werde ich jetzt machen. So, es ist drauf und jetzt warten, bis gleich da vorne Blasen kommen. Also diese Herpesbläschen aussehenden Blasen, die müssen hier gleich kommen. Guck mal, langsam Brat kommt.
Tag 2 der Wanderung beendet. Gute Nacht bis morgen. Maisfeldlandschaft ist hier ganz viel. Also könnte es sein, dass hier ganz viele Wildschweine rumlaufen könnten. Und das finde ich interessant. Und deswegen werde ich hier in der Nähe von dieser Maisfeldlandschaft mein Wurfzelt aufbauen.